Leute, ich ziehe aufs Land. Ja. Na gut, ich schnuppe erst mal rein ins Dorfleben. Wir können ja mal anstoßen, die Adi hat gelernt, was wir hier sagen. Schnallfatz, oder wie ist es? Lade einig. Lade einig. Wie ist es denn, auf dem Land aufzuwachsen? Was ist richtig cool und was ist ziemlich bescheiden? Nein. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter. Ich würde gerne Pizza bestellen. Und deswegen haben wir einen Community-Aufruf gemacht. Wo geht was auf dem Land? Jana aus Wargolzhausen hat sich gemeldet. Ich finde es halt hier relativ cool, dass man halt wirklich jeden kennt. Und die zeigt mir mal ihre Hut. Und dafür ziehe ich bei ihr ein. Für die nächsten 3 Tage. Das finde ich irritierend, weil ich sowas nicht kenne. Und die Redaktion hat gesagt, Ariane, wenn du schon mal dabei bist, dann fahr doch da JWD mit dem Zug. Los geht's. Ich soll nämlich gleich mal meine komfortable Stadtblase mit Öffis und Carsharing und Co. verlassen. Die Reise von München aus dauert 4,5 Stunden und ist eine Fahrt ins Ungewisse. Denn ich weiß noch gar nichts über das Dorf in Unterfranken. Einzige Info, ich soll Sportsachen mitbringen. Gut, dann sind wir jetzt wohl in Bamberg. 1, 2, 3 Mal muss ich umsteigen. Wir sind um 11.51 Uhr losgefahren und kommen um 4:30 erst da an. Ich habe übrigens selbst schon mal 3 Jahre auf dem Land gewohnt, in einem Dorf bei Salzburg und ja, war nicht so ganz mein Ding. Aber Landleben ist ja auch nicht gleich Landleben. Und tatsächlich wächst der Wunsch nach einem Leben auf dem Land gerade. 2020 wünschten sich in einer Umfrage im Auftrag der Zeit-Stiftung gut 1/3 der befragten Städter aufs Land oder in eine kleinere Stadt zu ziehen. Und das nicht erst seit Corona. Mal sehen, ob mich bei Jana auch das Landfieber packt. Also man hat richtig das Gefühl, man fährt in den Dschungel. Mann, so viel war ich noch nie unterwegs. Jetzt müssen wir einmal noch Bus fahren. Hier müssen wir hin, Wargolzhausen. Hast du dich eigentlich mal im Bus umgeschaut? Oh Gott, das ist meine absolute. Wenn es jetzt nachts wäre, ey, ich hätte den Schlüssel hier so in der Hand drin. Ich muss natürlich auch sagen, vielleicht haben ja Landbewohner nicht den Schlüssel hier so in der Hand drin, wenn sie allein im Bus sind. Gut, dass du da bist. Aber das Gute ist, ich treffe jetzt Jana. Ich weiß nicht, wie Jana aussieht. Und hier kannst du einfach sagen, ich bin die einzige Person im Dorf. Siehst du? Das ist sie. Siehst du? Die einzige Person. Hallo. Ich hatte schon Sorge, dass wir uns nicht finden. Aber wie es mir scheint, ist es hier überhaupt kein Problem. Ja, das hat auf jeden Fall geschickt, weil es kann auch anders aussehen. Wieso? Mit hier ankommen. Also Busse fahren ja nicht so oft und manchmal ist es dann ziemlich schwierig. Ich guck lieber jetzt schon mal, wann wir zurückfahren. Wir fahren ja Sonntag. Alles klar, ist hier ja nicht oder wie ist? Nee, sonntags fahren keine Busse. Ach so. Ja, aber ich kann euch auf jeden Fall fahren. Das ist kein Problem. Okay. Wie, wenn du sonntags irgendwo hin möchtest, keine Chance. Außer mit dem eigenen Auto. Ja. Laut einer Studie des ADACs aus dem Jahr 2018 ist das Auto für die meisten auf dem Land tatsächlich alternativlos. Über die Hälfte der befragten Leute auf dem Land nutzt Bus und Bahn so gut wie nie. Die Gründe vor allem fehlende Direktverbindungen, zu lange Fahrzeiten oder zu geringe Taktung. Und was macht man zwischen 0 und 17? Ja, Eltern. Okay. Das ist eigentlich so Elterntaxi. Okay. Innerhalb des Dorfs kann man natürlich gut alles zu Fuß erreichen. Aber wie ihr seht, drumherum ist weit und breit nichts. Zum Shoppen oder ins Kino muss man ca. 14 Kilometer fahren. Das ist der Kommunikationshof. Aha. Da ist auch die älteste funktionstüchtige Dreschmaschine in Wargolzhausen drin. So ein Ausstellungsstück. Aber von Deutschland oder nur von Wargolzhausen? Ja gut, aber wie viele Leute wohnen hier? 500. Morgen früh haben wir erstmal Gardetraining, Waschtanz. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so Karnevalstechnik. Ach, das, Ja. Und wo war jetzt nochmal der Bus? Weil es ist ja noch Freitag und der fährt ja noch. Ey, das ist ganz cool. Also kannst du dich echt drauf freuen. Ja, schauen wir mal. Ich meine, Tanzkurse sind halt einfach nicht mein Ding. Und von Gardetanz habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber jetzt lerne ich erstmal meine Gastfamilie kennen. Jana wohnt hier mit Bruder, Schwester und ihren Eltern. Servus. Tag, Tag. Wir sind's, die aus der Großstadt.
Bitte, kann man was abnehmen? Ja, ist schwer. Ist schwer. Okay. Ich musste Sportsachen mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. Weil es hier nirgends ein Hotel gibt, wohne ich für 2 Nächte bei Jana. Hier, also Adi, das ist dein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Oh, mit Balkon. Ja, genau. Also das habe ich in München nicht. Nebenan ist Janas Zimmer. Und da erkennt man sofort ihre tiefe Verbundenheit zu Wagolzhausen. Auch wenn sie inzwischen in Würzburg studiert. Erster Schultag. Ich finde es halt hier relativ cool, dass man halt wirklich jeden kennt. Also wenn du halt hier vorbeiläufst, dann grüßt du jeden, du kennst den. Und in der Großstadt ist halt immer so ein bisschen diese Anonymität. Das finde ich halt einfach das, was ich hier schätze auf dem Dorf. Einfach dieses, dass man sich kennt und sich grüßt und sich hilft und so, diese Gemeinschaft eben. Ich bin dran vorbeigefahren. Der Abend startet sehr herzlich. Mein Kameramann und ich werden super bewirtet. Doch dann wartet ein kleiner Schock auf mich. Wann ist das denn morgen überhaupt? 9:30. Wer ist denn so, dass man am Samstag ein Training 9:30 macht? Da diskutieren wir auch ganz oft mit der Trainerin. Weil wir alle später wollen, weil wir ja meistens Freitag unterwegs sind. Aber 9:30 ist immer so der Kompromiss. Ja, gut, dann mal früh ins Bett. Ich sag's euch ehrlich, irritierend hier in dem Privathaus zu sein. Ich als Großstadtmensch, der tunlichst bemüht ist, seine Privatsphäre zu haben und sogar mit dem Reden des Nachbarns schon überfordert ist hier und da. Das finde ich irritierend, das finde ich sehr warmherzig, sehr toll, aber damit bin ich überfordert, weil ich sowas nicht kenne. Auf der anderen Seite, es gibt kein Hotel, also es ist die einzige Möglichkeit. Und man merkt an dieser Familie, für die ist es ganz normal, vollkommen cool. Ach, geh da rein, die ist gerade nicht da, kannst in dem Bett schlafen, kein Problem. Ich denke mir schon, wenn meine Tante sagt, ich komme nach München, kann ich bei dir schlafen? Was? Oh Gott! Das war mein erster kleiner Kulturschock, aber ein positiver. Gute Nacht. Also man schläft ja wie ein Stein. Ist ja draußen auch nichts. Das ist wunderschön. Mit Jana und ihrer Schwester Melina geht's jetzt zum Gardetraining. In der Stadt würde ich lange ausschlafen, frühstücken gehen und dann vielleicht im Park relaxen. Hier beteilige ich mich an der Dorftradition. Hast du schon mal Spagat oder sowas probiert? Ja, und dann hat es nie geklappt und dann hatte ich irgendwann mal einen Bänderanriss. Aber ich sag mal so, ich habe es noch nie gemacht, deswegen bin ich dahin schon mal positiv gestimmt. So, Hallöchen. Hallo, Ariane, hallo. Übrigens, so sehen wir aus, wenn wir dann tanzen. Jana fiebert das ganze Jahr auf Fasching hin und trainiert 2-mal pro Woche für bis zu 10 Auftritte. Fasching sorgt im Dorf für ein Gemeinschaftsgefühl weit über die eigentlichen Partytage hinaus. Aber die Stimmung ist gut. Mhm. Was bedeutet dir das jetzt, so Gardetanzen an sich? Ja, auf jeden Fall Spaß und auch zum Beispiel jetzt Zeit mit Freunden verbringen. Also wir verstehen uns schon alle mega gut. Okay, oh, mir fällt es echt schwer, Leute. Erstmal aufwärmen. Und das ist ja noch easy. Das ist die halbe Krähe, Leute. Aber dann soll ich einen Rad machen. Oh, da. Oh, ja. Gab es irgendwann mal eine Zeit in deinem Leben, wo du gedacht hast, was anderes wäre vielleicht doch auch cool? Ja, also wir haben auch schon mal öfter überlegt, also die Lea, die tanzt ja auch, dass wir zum Beispiel mal gern Fußball gespielt hätten, aber die nächste Mädelsmannschaft ist so 20, 25 Minuten entfernt und es hat sich halt einfach nicht gelohnt vom Fahren her. Und ja, also man hätte bestimmt mal gern was ausprobiert. Auch zum Beispiel jetzt Kickboxen haben meine Schwester und ich mal überlegt. Wahrscheinlich ausprobiert schon mal was gern, aber ich habe es jetzt auch nicht unbedingt vermisst, einfach weil, ja, Gatte war halt einfach immer da. Bam. Ich habe jetzt Hunger. Auf dem Land ist das aber eine kleine Herausforderung. Ich würde vorschlagen, wir laufen einfach mal los, weil das würde ich in der Stadt machen. Als erstes checken wir den kleinen Dorfladen. Sieht aber schlecht aus. Und was hätte es da gegeben?
Brötchen, Obst, Gemüse. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Öffnungszeiten an. Alles klar, Samstag 6 bis 10. Boah, hier im Dorf ist nichts mit Ausschlafen. Ja, das stimmt. Wo kauft man denn ein? Wahrscheinlich in Bad Neustadt an der Saale oder in Bad Königshofen. Okay. Also Auto und dann 10, 15 Minuten los. Klar, in manchen Situationen denkt man sich so, schon nervig, jetzt wieder eine Viertelstunde zu fahren, wieder eine Viertelstunde zurück, aber so ist es halt. So ist es. Aber Wagolzhausen hat sogar eine eigene Dorfkneipe. Vielleicht geht da ja was. Ja, aber leider ist zu. Na gut, dann gehen wir halt in der nächstgrößeren Stadt ins Restaurant. Das sollte ja wohl auch kein Problem sein, oder? Für Jana sind die 18 Kilometer Fahrt Routine. Das Auto gehört seit knapp 2 Jahren fest zu ihrem Leben. Und so ist das bei vielen auf dem Land. Laut Bundesverkehrsministerium haben 53% der Haushalte auf dem Dorf ein Auto, 30% zwei und 6% drei oder mehr Autos. Janas Familie hat sogar 4. Nur 10% der Haushalte auf dem Dorf haben kein Auto. Im Vergleich dazu haben in einer Metropole wie zum Beispiel München 42% kein Auto. Pluspunkt fürs Land, wir suchen nicht lange nach einem Parkplatz. Beim Essen sieht das allerdings anders aus. Also da wäre so das erste Größere mit mehr Auswahl, aber... Ah, ist aber auch zu. Auch zu, ja. Ach, erst ab 17 Uhr. Samstag Mittagessen gehen, ein Ding der Unmöglichkeit? Auch der nächste Laden hat geschlossen, aber dann naht die Rettung. Sushi-Bar. So, jetzt kommen wir mal hier. Aber es wundert mich sogar, dass die offen haben. Hallo. Ich gucke erst mal, wie es schmeckt. Aber ich finde schon richtig gut. Was mir auffällt, hier auf dem Land laufen keine Paradiesvögel rum. Also, das kenne ich anders. Oder ich in der Großstadt mag, dass ich eine quietschgelbe Hose tragen kann, eine Leoparden-Bomberjacke, weil keiner stößt sich daran. Ne? Jeder denkt sich, ja, ist halt bunt, aber alles gut. Hast du manchmal das Gefühl, das würdest du auch gerne machen, aber ich habe keinen Bock, drüber zu diskutieren, oder gibt es gar nicht? Also jetzt, ich persönlich habe jetzt eher so einen schlichteren Kleidungsstil, deswegen würde ich es jetzt eh an sich auch nicht anziehen. Aber ich würde auch wahrscheinlich jetzt hier nicht unbedingt damit rumlaufen, weil dann schon also jeder dich anschauen würde. So, ah, okay, was hatten die jetzt da an? Das ist so farblich, kennt man nicht und so. Deswegen würde ich es auch, wenn ich es machen wollte, wahrscheinlich nicht machen. Also ich finde es immer cool, wenn jemand so dann rumläuft und sich das so auch traut, dann quasi hier, weil es halt eigentlich sonst keiner hat. Aber selber würde ich es nicht machen. Vielen Dank. Hat sehr gut geschmeckt. Man kriegt sogar einen Keks, sowas liebe ich ja. Wieder statt. Leute, das ist das Outfit für Samstagnacht in Wagolzhausen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wird cool. Ja. Okay. Jetzt sehen wir übrigens mal die andere Straße. Ach, toll. Und wir laufen nämlich jetzt ausnahmsweise mal nach links. Nein, ich werde verrückt. Jana und ihre FreundInnen gehen eigentlich jeden Samstag an den gleichen Ort, den sogenannten Container. Hallo. Tag. Ist der Tobias? Nein, Tag, ist hallo, Tag, Tag. Hallo. Tag. Oh ja, okay, räumlich geht's tatsächlich. Wir wollten halt irgendwas für die Jugend haben, weil wir eigentlich nirgendwo so einen Raum hatten, wo wir uns treffen konnten. Und dann haben wir das bei der Gemeinde angefragt. Da haben wir uns so einen Container hier hergestellt. Das haben wir dann aber auch alles selber hier gepflastert und so. Ihr habt das selber gepflastert? Ja. Also mit Hilfe schon von Papas Mama, ja okay, Papas Erda. Ach krass. Selber Design, die Logos. Wir haben auch so ein Fest gemacht für alle aus Wagolzhausen, wo wir Kuchen gebacken haben, Bratwürste gemacht haben und so, dass wir halt ein bisschen Geld bekommen. Ach, das ist ja ganz geil. Ach, mit richtiger Bar, Leute, was geht ab? Ja. Okay. Ihr merkt, ich bin ziemlich beeindruckt. Das ist so geil, finde ich, dass ich würde niemals meiner Stadt schreiben, ich brauche das jetzt, ne? Oder ich will das. Aber wie ihr euch, also eure Eltern helfen einander, ne? So, wir haben das Haus zusammengebaut mit dem Dorf, alles klar. Und ihr schreibt, nee, wir brauchen so einen Ort, alles kein Problem, dann machen wir euch das dahin, dann pflastern wir hier, wir brauchen Leute zum Pflastern und so. Das ist. Ja, das findet man nicht überall. Nee, ja. Schon gut. Na dann kann die Party ja losgehen. Wir können ja mal anstoßen, die Ari hat gelernt, was wir hier sagen. Ja.
Weißt du es noch? Schnabelfatz, oder wie ist es? Lade einig. Lade einig. Tschüss. Fast. Lade einig. Janina sagte gerade, sie hat sehr viel Hunger, sie würde gerne was bestellen. Ich dachte, das ist komplett unmöglich. Wie ist es denn? Ja, es geht, schwierig, aber vielleicht schaffen wir es. Wir können es probieren. Geil. Zu Hause bin ich ja sehr überfordert immer, ne? Muss man sich die Pizza überlegen oder Ach so, das war's auch schon. Es gibt Italienisch, Indisch, Thailändisch, weil der eine Laden, der hierher kommt, italienische Pizza, Indisch und Thailändisch anbietet. Mindestbestellwert 30 Euro, es dauert 50 Minuten und das, was ich bringe, kostet 5 Euro. Das finden wir alle zu teuer. Aber zum Glück gibt es eine Alternative. Die ist nicht per App, sondern nur oldschool erreichbar. Die haben eine Telefonnummer von der sogenannten Pizza Maus. Die fragen erstmal, wie man was will. Ja. Und was gibt es da für ein Bestell? Eine Pizza Margherita zweimal und einmal mit Spezialsoße. Eine große also dreimal die große Dönerpizza und eine ja. Familienpizza Döner. Das klingt nach Bella Italia. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter. Ich würde gerne Pizza bestellen. Würden Sie dir auch vorbeibringen? Okay, ich gehe mal raus. Und zwar, würden Sie die auch vorbeibringen, wenn ich jetzt ein paar Pizzen bestellen würde? Hallo? Hallo? Jetzt? 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 Sie sagen, wenn Sie mich hören. Hören Sie mich? Gut, jetzt nicht mehr, weil er hat aufgelegt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Problem ist, überhaupt anzurufen. Aber okay. Sie rufen zurück sogar. Ah! Hallo, hören Sie mich jetzt? Hallo, ich würde einige Pizzen gerne bestellen. Super, perfekt. Danke, tschüss. Ariane, Alter. Ja gut, dann haben wir jetzt bestellt. Zum Wohl. Alles klar. Man hört Blümchen. Ja. Deutlicher wird bei uns ganz viel. Ja, geil. Auch so ein bisschen Faschingslustig. Während wir auf die Pizza warten, werde ich in die Wagolshausener Trinkspiele eingeführt. Mega König. Hey, wenn wir zählen ab hier. 1, 2, 3. Ich hätte gerne noch ein Wasser. Ja, die Pizza ist da. Oder nicht? Pizza! Wie lange ist denn das her? Das ist so ein Dreiviertelstunde gewesen. Ich kann gucken, es war nicht ganz eine Stunde. 14 Minuten! Das war mega gut. Was ist nochmal die Sorte? Die Dönerpizza. Die Dönerpizza. Und jetzt tunkt man es da rein. Nee. Das ist die Kräutersoße vom Döner. Ja, genau. Also ich finde das Gefühl mit euch hier richtig schön. Aber ich würde es jetzt nicht so jetzt noch mal kaufen. So. Mir wird an diesem Abend klar, das hier ist schon eine sehr eingeschworene Truppe, die sich seit Kindesbeinen kennt. Und das ist was Besonderes. Die meisten sind in Janas Alter, aber es kommen auch immer Jüngere nach. Dass man so unter sich ist, stelle ich mir in bestimmten Situationen aber auch schwierig vor. In der Stadt bin ich heilfroh, dass ich, wenn es irgendeine Trennung gab, den Typen nicht mehr sehen musste. Wenn man sich dann trennt, ist es ein bisschen schwieriger, weil man halt auch eben die Leute trotzdem gut kennt, mit denen trotzdem befreundet ist und dann ist halt immer so ein bisschen Zwiespalt. Und das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Man kann sich nicht wirklich aus dem Weg gehen. Man muss im Guten, also im Guten auseinandergehen oder nochmal miteinander geredet haben, weil sonst wird es schwierig, wenn man sich dann wieder sieht. Ja. Soll ich ihn sehen? Guck mal, aber das ist ja Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Davor war es ein bisschen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Klassenfahrt, muss ich sagen. Und was ich am interessantesten finde, wenn man in eine Bar geht und wenn man feiern geht, dass man neue Leute kennenlernen kann. Und das passiert ja hier nicht. Also mir dünkt, da muss ich entscheiden. Entweder hast du eine Gemeinschaft und Leute, mit denen du durch dick und dünn gegangen bist, oder du hast immer wieder neue Bekanntschaften und lernst Leute aus aller Welt kennen. Mein Resümee für den Tag ist, also ich kenne das halbe Dorf, ich habe den Job übernommen, Prost. Das geht schnell mit der Integration hier. Guten Morgen. Ich muss sagen, wir sind hier gestern noch nach Hause gelaufen. Man hat überhaupt keinen Schiss. In der Stadt habe ich Schiss. Sage ich, wie es ist. Faszinierend fand ich auch, wie viele ich über Ecken schon auf der Party kannte.
Also es kam über den Abend immer raus. Ah ja, meine Schwester hat gerade ein Kind gekriegt. Ach was. Und ihr habt, ach so, ihr habt denselben Nachnamen. Wieso? Ja, wir sind über zwei Ecken verwandt, ja. Ich kenne die halbe Sippe ja schon. Das ist schon faszinierend. In der Großstadt bist du ja froh, wenn jemand zweimal triffst, zufällig. Das ist der letzte Tag auf dem Land. Klopf, klopf. Oh Gott, das sieht ja schon wieder gut aus. Tag! Morgen! Morgen! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Hunger mitgebracht. Ja, no pressure, alles gut. Das ist ja ein Ding. Diese Herzlichkeit in Wagolzhausen werde ich in der Stadt die nächsten Tage sicher vermissen. Aber trotzdem, jetzt geht's wieder ab nach Hause. So. Das war schön, Jana. Vielen Dank. Wie wird deine Zukunft aussehen, wenn du mit dem Studium in Würzburg fertig bist? Also ich denke, dann werde ich erstmal für den nächsten Job, den ich dann habe, in die Stadt ziehen müssen. Mhm. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dann irgendwann, wenn ich älter bin, dann auch Kinder kriege, hoffentlich wieder zurück aufs Dorf kann. Dass es dann irgendwie möglich ist, weil ich einfach das Dorfleben so cool finde und das würde ich auch gerne für meine Kinder haben. Und deswegen ist es auf jeden Fall so ein Ziel, dass ich irgendwann wieder zurück ins Dorf gehe. Ich kann es verstehen. Es ist nichts für mich, aber ich kann es total verstehen. Ich finde das hier richtig gut. Also das hat ja nichts damit zu tun, was meine 3 Jahre auf dem Dorf waren. Das finde ich richtig gut. Ihr habt einen richtigen Goldtopf hier. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Seid ihr eher Team Stadt oder Team Land? Und was schätzt ihr daran am meisten und was vermisst ihr am meisten? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich dachte, da geht gar nichts. Was ich gelernt habe, es geht wahnsinnig viel Gemeinschaft. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist wirklich ein Grund, glaube ich, warum man ein Dorf und das Land sehr, sehr liebt. Hier mit der Gemeinschaft, glaube ich, fehlt mir nicht so schnell die Stadt. Aber ich glaube, ich bin ein Typ, dem würde irgendwann die Stadt fehlen. Das kulturelle Angebot und, und. Ich bleibe in der Stadt, aber schaue mit einem sehr, sehr neidischen Auge auf Wagolzhausen, weil diese Gemeinschaft ist wirklich beeindruckend. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Der Meini war auch schon mal aus der Stadt geflohen, hin zur Alm und hat da gearbeitet. Ob das so entschleunigend ist, seht ihr hier. Und die Challenge, in der Stadt die ganze Zeit barfuß zu laufen, die hat sich Nadine mal vorgeknüpft.